Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Berlin Calling von Paul Kalkbrenner in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Berlin Calling bzw. Berlin Calling, das Album zum Film, das Soundtrack von Paul Kalkbrenner. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen, aber bevor wir das tun, werden wir uns diesen Sticker hier zur Kenntnis nehmen. Und zwar lesen wir hier: 10th Anniversary Vinyl Edition inklusive Poster available for the first time on 2LP. Jawohl, genau so ist es. Also der Film, der legendäre Film von Paul Kalkbrenner, ist im Jahr 2008 erschienen. Und jetzt zum 10-jährigen Jubiläum dieses Films, anlässlich diesen Films, gibt es jetzt diese Vinyl Edition. Zum ersten Mal eben wirklich auf Vinyl das Album, ansonsten nur auf CD oder digital erhältlich gewesen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, somit ist der Sticker jetzt weg. Und jetzt haben wir hier das Cover ohne diesen Sticker. So sieht das aus. Also wir haben hier den Interpreten bzw. auch gleichzeitig den Hauptdarsteller des Films, Paul Kalkbrenner, hier in seinem schicken Nachthemd, das er ja in der Klapse bekommen hat. Dann haben wir hier oben rechts die diversen Auszeichnungen, die es hier gab auf diversen Filmfestivals. Und zwar haben wir hier Official Selection Locarno, dann Official Selection Hamburg und Official Selection Miami. Also bei diversen Filmfestivals wurde das hier ausgezeichnet. Dann haben wir noch den Titel und darunter lesen wir The Soundtrack bei Paul Kalkbrenner. Auf der Seite haben wir auch nochmal Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Die bekanntesten mit Sicherheit Sky and Sand, wahrscheinlich noch Mango und Train. Dann lesen wir noch Hannes Störfilm und hier noch Special Berlin Calling Edits. Also bei den Tracks hier, wo das Sternchen dabei ist. So sieht das hier aus. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen. Hier haben wir einmal die gesamten Credits, also alle Beteiligten hier mit dabei. Ansonsten hier komplett in diesem Design hier, diese Kurven. Dann schauen wir mal hinein in die erste Vinyl. Und zwar kommt diese in einer schwarzen Hülle. Und auch die Vinyl klassisch in schwarz gehalten. Wir haben hier die A-Seite mit 4 Tracks drauf. Dann haben wir die B-Seite. Diese enthält dann 3 Tracks. So sieht das aus. Dann haben wir hier noch diesen Kranz. Also diese beiden Seiten hier mit insgesamt 7 Tracks. Dann haben wir natürlich auf der zweiten Seite auch wieder eine Vinyl. Das ist dann in dem Fall die C-Seite mit auch nochmals 3 Tracks und dann die D-Seite abschließend mit 4 Tracks. Also kommen wir, wie gesagt, auf insgesamt 14 Tracks. Die beiden Vinyls klassisch in schwarz gehalten, kommen in diesen schwarzen Papierhüllen, hier in der Mitte noch mit Folie. Und damit nicht genug, sondern wir erhalten hier dann auch noch ein Poster. Und zwar ist dieses hier auch noch drin. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier zwei Seiten. Einmal diese hier mit diversen Fotos. Wir haben hier insgesamt 12 Fotos, also Filmszenen. So sieht das aus. Und dann haben wir auf der Rückseite dieses berühmte Foto. Ich glaube, das war auch damals von Sky and Sand das Foto. Also, so sieht das aus. Hier haben wir dann noch die Credits zum Foto und hier Paul Kalkbrenner, zumindest seine Silhouette, seine Rückenansicht hier zu sehen. Schönes Ding. Gut. Das alles, diese beiden Vinyls und dieses wunderbare Poster in dieser wunderbaren Vinyl.
Berlin Calling von Paul Kalkbrenner. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Paul Kalkbrenner unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.